Tochter geht weg. Ja. Wie sollen wir dein Leben demnächst? Der hat fast geweint. Er sagte, kann ich mir noch eine Wurst holen? Haben wir gesagt, natürlich. Und wenn du dir noch eine dritte holst? Ja, dem standen die Tränen in den Augen. So, nach mehreren Tagen. Das ist das Erste, was ich wieder nach Tagen esse. Wie in Pakistan versprochen, bin ich jetzt ins Ahrtal gefahren. Weil ich gesagt habe, Deutschland wurde und wird nicht am Hindukusch verteidigt, sondern wenn überhaupt hier im Ahrtal. Ein Jahr nach der Jahrhundertflut hat sich nicht vieles getan. Vieles sieht aus wie, ja, nachdem das Wasser abgezogen ist. Wir stehen hier in Bad Neuenahr im Spielcasino, eines der Wahrzeichen. Es wird jetzt vermutlich abgerissen. Viel der Infrastruktur wird vermutlich erst 2026, 2028, 2030 aufgebaut. Wie viele Brücken. Und das schadet natürlich auch der Gastronomie, dem Hotelgewerbe, weil der Tourismus hier vor Ort wirklich am Boden liegt. Die Selbstmordrate hier in Bad Neuenahr ist auch gestiegen, weil viele Menschen einfach perspektivlos sind und einfach nicht mehr wissen, wie es weitergeht. Leider berichtet man darüber im deutschen Fernsehen nicht wirklich. Das Ahrtal wird vergessen. Was würde denn passieren, wenn genau das Gleiche morgen wieder passieren würde? Wir wissen, es würde genau das Gleiche wieder passieren, nämlich dass der Staat komplett überfordert ist. Der Staat lernt einfach nicht aus seinen Katastrophen. Und das ist eben das Schlimme. Deswegen sind wir hier vor Ort, um mit den Menschen zu reden und einfach zu gucken, warum und wie kam es dazu, dass Deutschland das Entwicklungsland Nummer 1 mittlerweile hier in Europa ist. Wo die Leute eben reingegangen sind, weil sie irgendwann verzweifelt haben, keine Perspektive mehr gefunden haben, und davon hörst du gar nichts, von diesen Folgekollateralschäden, die da gekommen sind danach. Das wird verschwiegen. Neun Meter hoch. So, hier seht ihr den Höhenpegel ungefähr. Ja, wenn ihr hier oben guckt, in etwa, ja, das war die Wasserkante gewesen. Also, wenn du hier gestanden hättest, wärst du unweigerlich tot gewesen. Ja. Das Wasser hätte dich hier mitgerissen gehabt. Du hast nirgendwo Boden mehr unter den Füßen gehabt. Das war Todesurteil gewesen, wenn du hier bis zu der Zeit aufgegangen. Deswegen auch so hohe Totenzahlen, das war hier über 120 Tote. Da ist ja noch alles und das gibt ja alles. Das Haus ist Schrott. Es wird also abgerissen. Ja, abgerissen. Ich sage hier, dann ist alles für Wasser vollgelaufen. Ihr könnt mal mitkommen, dann zeige ich. Ich weiß nicht, was mit der Wohnung bis jetzt passiert ist. Also das hier war die Wohnung von meinen Eltern. Also was wir gucken, neu alles, ne? Aber hier war alles neu, ne? Das war 2 Jahre, war das Haus alt. Oder neu. Und jetzt haben wir hier alles kurz abgeklopft. Kurz ab, also das sollte erst abgerissen werden. Ich weiß nicht, wahrscheinlich, wenn hier neue Ersatztüren sind, erstmal, oder Nottüren. Ja gut, da kannst du jetzt das hier, ne? Dass das doch irgendwie trockengelegt wird. Der ganze Keller hier. Und das Wasser stand ungefähr seinerzeit bis hier. Das Wasser kam von hinten reingedrückt. Gar nicht so sehr von hier vorne, sondern von hinten rein. Geht nicht voran richtig, nee. Oder? Da wird nichts mehr, die Arbeiten mit der Tempel. Ah, okay. Ich kann es auch mitnehmen. Was ist jetzt euer Plan? Was habt ihr vor? Ja, ich will mal nur für mehr schlafen hier und mit dem Restaurant nicht mehr. Nicht mehr? Nein. Okay. Also geht nicht, lohnt sich nicht, ist das Geld nicht da. Ja. Ja, dann musst du dann immer so mal eins hoch. Ja, also wenn du hier eine halbe Stunde, ja. Ne, so. Oder sollen wir die hier aufpassen? Nein, okay, dann ruf an. Keine Zeit mehr. Okay. Ja, okay. Jetzt kommen wir ja am Casino raus. Sind die Obersten hier? Und filmen, dann filmen Sie mal bitte bei uns in der Garage. Da haben Sie Fernwärme gelegt, Erdwärme. Aber bestimmt noch ein halbes Jahr nicht verkleidet. Da kann jeder dran gehen. Gucken Sie mal. Zeigen Sie uns das ruhig. Ja, ist gut, dass ich Sie sehe. Ach so. Ja, guck mal, das ist bestimmt ein halbes Jahr schon so offen.
Das kann doch. Jeder kann da rein und jeder kann hier. Jeder kann hier rein und jeder kann da arbeiten. Also ich bin mit den Nerven, ich war im Krankenhaus, mit Nerven bin ich am Ende. Ich habe hier Eigentumswohnung, wenn hier was passiert, ja. Wir haben schon genug zu bezahlen. Und da machen die nichts. Mhm. Ne? Ist das nicht schlimm? Unbegreiflich. Ja, unbegreiflich. Wie ist denn das mit der Erstattung der Kosten? Wie sind Sie denn da aufgestellt? Mit den ganzen. Hat Ihnen jemand geholfen? Hatten Sie Spenden? Ja, zum größten Teil haben Sie mir geholfen, aber musste ja alles wieder bezahlt werden. Die Fernwärme mussten wir 3.800 bezahlen. Ich bin alleinlebend. Ja, ob Sie da was wiederbekommen, ist eine Frage. Dann, die haben gelegt im Badezimmer bei mir, die Fernwärme, 850 Euro. Auch nichts zurückbekommen. Ja. Wir sollen das bezahlen. Ja, und wir haben doch die Versicherung. Ja, klar. Ich habe doch mal auf Deutsch gesagt. Ne? Ja, da wurde mir gesagt, das müssen wir alles selber bezahlen. Unglaublich. Ist das nicht unglaublich? Und vom Staat irgendwo was gekommen, dass der gesagt hat, wir greifen die unter die Armen. Von den Spendengeldern. Von den Spenden des Caritas. Da waren wir zwei Tage zu spät. Die haben Gelder verteilt, 1200 Euro. Das haben Sie alles in Eigenleistung erstmal Ja. Und keine staatliche Unterstützung. Das Gesparte geht weg. Ja. Wie sollen wir denn leben demnächst? Ja. Und wissen Sie, ich war 35 Jahre Altenpflegerin und Krankenschwester. Alles hat man getan und jetzt wird einfach so mit einem umgegangen. Nein, nein. Ich bin nicht mehr die Jüngste, ich bin 80. Aber das muss man sich nicht bieten lassen. Ja, wir haben für den Staat wirklich alles getan. Ne? Und jetzt wird man einfach so hängen lassen. Genau, Stich gelassen. Ne? Im Stich gelassen. Die Leute weinen alle, die drei, wir machen. Und unser Kanzler, kein Wort. Ja, wir sind ein Stück weiter gefahren. Wir sind jetzt hier im Weindorf Rech, wo ja, die Jahrhundertwelle, die Jahrhundertflutkatastrophe am stärksten zugeschlagen hat. Hinter mir sehen wir die Nepomuk-Brücke, die es wirklich auseinandergerissen hat. Und wenn wir nach da leicht schwenken, sehen wir mal, dass vieles eben noch zerstört ist. Aber man kann hier ungefähr ahnen, wie hoch das Wasser war. Wenn wir einfach mal gucken, dieser niedrige Pegel, wir hatten hier einen Wasserstand von 6 bis 7 Meter Höhe. Das kann man sich heute kaum vorstellen. An dieser Brücke waren Wohnwagen, die einfach zerborsten sind. Aber hier sehen wir auch wieder, es stockt. Es stockt an staatlicher Hilfe, es stockt an Geschwindigkeit. Das Handwerk ist ausgeblutet und das sehen wir eben in diesen großen Katastrophen, dass Deutschland eben nicht mehr in der Lage ist, sich selbst zu helfen. Schnell, vernünftig, solidarisch. Wie sieht es im Betrieb aus? Ja, die Produktion habe ich ja ausgelagert, weil ich kann erst in 2-3 Jahren. Produziert? Wir haben hier produziert, Wein gepresst und so. Wenn Sie das alles rausgehen würden, dann hat es so eine Schieferdach. Und wenn das die Fassade jetzt mal so bleibt und Sie sagen, den Griff darf ich zum Beispiel, dann lasse ich sie so hässlich, wie sie ist. Und wenn ich sage, ich mache jetzt eine Blende, wie das alte Haus war, und da eine Tür und da ein Fenster rein, dann sähe das alte Haus, hätte ich dann so bis dann gespiegelt. Dann sähe das auch wieder für die Leute auch wieder schön aus. Die ganzen Gastronomen sind hier kaputt, also da ist schon viel Umsatz verloren gegangen an Wein und so Sachen. Und das muss man jetzt erstmal wieder berappeln. Es kommen wieder Leute, aber es dauert halt ein bisschen. Wenn ihr jetzt Geld vom Staat bekommen hättet, hat das auch mit dem Wert des Objektes und dem Verlust nichts zu tun. Nee. Wir haben Gutachten gemacht. Das hat 1,5 Millionen hat einer ein Gutachten gemacht. Aber die Baukosten, die steigen ja. Also ein Freund von mir hat gesagt, das kostet 3 Millionen und dieser dubiose Ingenieur, der hat gesagt, ich könnte für 4 Millionen neu bauen. Aber ich kann das ja nicht finanzieren, aber sozusagen. Also das sind so Hirngespinste. Also, und mit dem ISB-Antrag, da weiß ich auch nicht so, ich habe da zwar einen Steuerberater, der sich drum kümmert, ich habe jetzt auch einen Helfer, der mir jetzt hilft, aber der ist zum Teil sehr kompliziert. Also, und ich sage, ich bin jetzt eher mit der Wasserbürde und mit der Mauer am Kämpfen, dass ich da mal weiterkomme. Also die werden im Grund auf Deutsch gesagt, wir standen in den Weg gelegt, als wenn ja, genau. Ja.
Lassen Sie uns gemeinsam das Ahrtal nicht vergessen, sondern gemeinsam als nationale Kraftanstrengung das Ahrtal wieder aufblühen.